Artikelnummer SCP-179, Objektklasse Taumil, Sonderverwahrungsverfahren. SCP-179 bleibt für alle derzeit bekannten Interessensgruppen einschließlich der Foundation unerreichbar. Alle Eindämmungsmaßnahmen müssen sich auf eine Stufe 3 Verschleierung konzentrieren, zusammen mit der Entmutigung oder Sabotage von Erkundungs- und Forschungsmissionen, die versuchen, den cis-merkurischen Raum zu untersuchen bzw. deren Orbit durch diesen führt. Beschreibung: Bei SCP-179 handelt es sich um eine humanoide Entität, die sich in einem konstanten Abstand von ca. 40.000 Kilometern vom südlichen Pol der Photosphäre der Sonne befindet. Die Entität ist stationär und umkreist die Sonne nicht. Jüngste Aufzeichnungen von SCP-179 deuten darauf hin, dass es sich, vergleichbar mit der Sonne, auf einer Umlaufbahn um das galaktische Zentrum befindet. Durch die gemeinsame Leistung von 43 Jahren kontinuierlicher Untersuchungen konnte das äußere Erscheinungsbild von SCP-179 als das einer menschlichen Frau einer unbestimmten ethnischen Gruppe im Alter zwischen 20 und 40 Jahren definiert werden. Die gesamte Körperoberfläche ist mit einem matt-schwarzen Material bedeckt oder besteht aus diesem. Ihr Haar scheint aus dem gleichen Material zu bestehen, ist über 34 Kilometer lang und wird vom Sonnenwind ständig weggedrückt. Dieser Teil von SCP-179 scheint jedoch unterschiedliche Mengen an Sonnenlicht zu reflektieren. Diese Reflexion war 1940 der erste Hinweis für die Astrophysiker der Foundation für die Existenz des Objektes. Mehrere Markierungen oder Tattoos sind auf der Mittellinie des Körpers angebracht. Ihrer Helligkeit nach zu urteilen, könnten diese Markierungen von metallischer Zusammensetzung sein und einen goldenen Farbton aufweisen. Diese Tattoos beinhalten Symbole, die gemäß der mittelalterlichen Lehre der Alchemie für die Sonne und die 6 innersten Planeten des Sonnensystems stehen. Diese sind, in dieser Reihenfolge, das Symbol für Gold auf der Stirn des Objektes, direkt unter dem Haaransatz. Das Symbol für Quecksilber unter der Nase, das beide Lippen einschließt. Das Symbol für Kupfer zwischen den medialen Enden der Schlüsselbeine. Daten gelöscht. Autozensorlevel SC4. Nicht triviale Kognitogefahr erkannt. Mit der anatomisch korrekten Form eines menschlichen Herzens, das über dem Ort platziert ist, an dem sich ein Herz in einem weiblichen Menschen gleichen Alters und gleicher Körperproportion befinden würde. Das Symbol für Eisen im oberen Bauchbereich. Das Symbol für Zinn im unteren Bauchbereich. Teil eines letzten Symbols im Beckenbereich. Während die Anatomie dieser Region eine klare Beobachtung schwierig macht, wird angenommen, dass auch das Symbol für Blei im Dammbereich vollständig vorhanden ist. SCP-179 hat die meiste Zeit ihre ventrale Seite auf die Erde ausgerichtet. Es konnte aber beobachtet werden, dass es gelegentlich andere Himmelsgebiete betrachtet. Redigiert. Alle weiteren Daten wurden gemäß administrativer Warnung ES-026 bearbeitet. Administrative Warnung ES-026. Seitdem ist SCP-179 als Taumil klassifiziert. Je nachdem, welche Relevanz sie für die fortlaufende Überwachungs- und Verschleierungsmaßnahmen haben, werden alle beteiligten Mitarbeiter auf Anweisung des gegenwärtigen Chefforschers mit einer Freigabestufe unter 4-179 entweder befördert oder einem anderen Projekt zugewiesen, um dieser neuen Klassifizierung Genüge zu tun. Alle Mitarbeiter, die auf diesem Wege das Projekt verlassen, werden entweder der Polymorph 08 Gedächtnisreduktionstherapie unterzogen oder mit einer von der Zeit, die mit der Arbeit an SCP-179 verbracht wurde, abhängigen Dosis von D-Klasse-Anästhetika behandelt, welche im Maximalfall bis zu 10 Jahre an Erinnerungen betreffen kann. Die Existenz von SCP-179 ist zum Gegenstand einer orbitalen Desinformations-, standardisierten geheimdienstlichen Verschleierungs- und Neutralisierungskampagne geworden. Gemäß dem Vertuschungsprotokoll 4, Punkte 4.5, 4.6 und 4.7, wurde der Großteil der Dokumentation im Zusammenhang zu SCP-179 der Stufe 4, streng geheim, zugeordnet. Alle weiteren Daten im Zusammenhang mit SCP-179 wurden als Stufe 5, Taumil, eingestuft und werden nur autorisierten Personal mit Freigabe 5-179 zur Verfügung gestellt. Hinweis: Unbefugter Zugriff auf SCP-179 Forschungsmaterialien wird als Typ 3b Vergehen, unerlaubtes Datenmanagement bei fehlender angemessener globaler Freigabe betrachtet. Das mit einer obligatorischen Gedächtnisreduktionstherapie mit sofortiger Neuzuweisung und/oder Degradierung bestraft werden kann. Warnung: Unbefugtes Personal wird einem mimetischen Kampfstoff ausgesetzt. Erzeugen von mimetischer Abwehr, Gestaltabschürfung aktiv. SCP-179 nimmt alle Strahlung im elektromagnetischen Spektrum wahr, ist intelligent und in der Lage, über mehrere anormale Wege zu kommunizieren, einschließlich aber nicht beschränkt auf Störungen der Funk- und Laserkommunikation.
Bisher kam es nur in einem Fall zu einer Kommunikation zwischen SCP-179 und Personal der Foundation, bei welchem sich gezeigt hat, dass SCP-179 fließend Französisch spricht. Da dieser Kontakt jedoch nicht klären konnte, wie SCP-179 zur Foundation und ihrem Auftrag steht, müssen alle möglichen Anstrengungen unternommen werden, um den Kontakt von bekannten Gruppen von Interesse mit SCP-179 zu unterbinden. Hierfür wurden Fehlinformationen generiert und andere Präventivmaßnahmen durchgeführt. Die meisten Bewegungen von SCP-179, die aufgezeichnet werden konnten, traten im Zusammenhang mit außerirdischen Bedrohungen sowohl anormaler als auch nicht anormaler Natur auf, welche auf einem Kollisionskurs mit der Erde waren oder ihren Orbit kreuzen würden. Diesen Bedrohungen wurde das Potenzial zugeschrieben, im Fall, dass sie die Erde erreichen würden, CK-Klasse-Rekonfigurationsszenarien auszulösen, welche vielfältige, schwerwiegende Auswirkungen auf die menschliche Zivilisation und das irdische Leben im Allgemeinen hätten. Im Fall, dass der Aufprall bzw. das Kreuzen des Orbits ohne eine angemessene Reaktion und Eindämmung durch die Foundation erfolgen sollte, hätten diese Bedrohungen möglicherweise sogar das Potenzial, XK-Klasse-Weltuntergangsszenarien auszulösen. SCP-179 adressiert in der Regel ein oder mehrere Objekte von Interesse, indem es mit einem Arm auf sie zeigt, und wenn mehrere Objekte vorhanden sind, kann es bei Bedarf zusätzliche Gliedmassen erzeugen, die anatomisch identisch mit ihren Armen sind. Die Untersuchungsergebnisse deuten an, dass SCP-179 für jede Art von Objekt spezifische Bewegungen ausführt, wie zum Beispiel das Anheben verschiedener Finger oder das Bewegen der Arme in einer Reihenfolge von bisher noch nicht entschlüsselbaren Mustern mit festen Abständen. Ob diese Bewegungen irgendwelche Informationen enthalten oder nicht, konnte bisher noch nicht bestimmt werden. Die Grenzen der Detektionskapazitäten von SCP-179 sind nicht eindeutig bekannt. Während SCP-179 in der Lage war, potenziell schädliche Objekte außerhalb der transneptunischen Region zu erkennen, wurden diese Bedrohungen bereits von anderen Überwachungs- und Erkundungssystemen, meist unter der Kontrolle der Foundation, gesichtet oder waren in mindestens 3 verschiedenen Fällen mit bloßem Auge von der Erde aus sichtbar. Sie waren jedoch nicht sofort als Bedrohung erkannt worden. Es wurde angenommen, dass SCP-179 nur aktive Bedrohungen erkennen und auf sie reagieren kann, die für andere beobachtende Parteien im cis-neptunischen Raum erkennbar sind, wobei es allerdings in der Lage ist, direkt ihre gefährliche Natur ohne Fehler zu bestimmen. Alle entdeckten Objekte, die sich der Erde im cis-neptunischen Raum nähern und über eine beträchtliche Zerstörungskraft verfügen, wurden von SCP-179 ohne Fehler erkannt, oft auch wenn die Foundation noch keine Kenntnis von ihnen hatte. Somit stellt SCP-179 und das gesamte Personal, die orbitale Ausrüstung und die Einrichtungen, die für die Überwachung von SCP-179 eingesetzt werden, nach wie vor das zuverlässigste Frühwarnsystem dar, über das die Foundation verfügt. SCP-179 ist in der Lage zu bestimmen, welche interplanetaren Objekte eine Bedrohung für die Erde, die Menschheit oder die irdische Biosphäre darstellen, was es zu einem wichtigen Aktivposten für das orbitale Kombinations-Frühwarnsystem-Projekt der Foundation macht, an welchem derzeit außerdem SCP-XCPOA-003-0421, Standort 34, Standort 103, Standort 98, Bereich 8, Standort und Kommandostandort beteiligt sind, sowie mehrere Mitarbeiter, die in verschiedenen Raumfahrtagenturen und internationalen Konsortien im Bereich der Weltraumforschung eingebunden sind. Alle Daten, die im Zusammenhang mit SCP-179 von Interesse sind oder über SCP-179 erhalten werden, sind mit OKFWS-179 gekennzeichnet, welche für alle Abteilungen der Foundation als Information höchster Priorität gilt. Anhang SCP-179-01. Nennenswerte Bewegungen von SCP-179. 13. Dezember 1940. Erste aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. Das Wesen, das bis dato die Arme gekreuzt hatte, hebt einen Arm in Richtung eines bisher unentdeckten interplanetaren Objekts auf Kollisionskurs mit der Erde. Nach dem Aufprall wurde die Stadt Daten gelöscht. Mit einer großen Menge eines anormalen Sekrets stark beschädigt. Der Aufprall sowie das dadurch hervorgerufene anormale Phänomen im Zusammenhang mit redigiert aufgrund der vorhergehenden Löschung hatte den Tod von mehr als 1300 Menschen zur Folge. Das verbleibende Objekt wurde als SCP neu klassifiziert. SCP-179 kehrte daraufhin in die Ausgangsposition zurück. 22. September 1942. Sechste aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. Das Wesen hebt einen Arm in Richtung redigiert auf einem Kollisionskurs mit der Erde. Objekt stürzt am 4. Oktober 1942 in der Nähe von Auckland, Neuseeland ab.
Das Objekt trennt sich beim Aufräumen mehrere Geräte mechanischer Art auf. Daten gelöscht. Gebildeten Subentitäten mit minimalen zivilen Verlusten. Sobald die Mitarbeiter der Foundation das eigentliche Objekt geborgen hatten, welches als redigiert neu klassifiziert wurde und die meisten Subentitäten terminiert wurden, kehrte SCP-179 in seine ursprüngliche Position zurück. Mobile Einsatzkommandos, alle Daten über involvierte Aktivposten wurden aus den Aufzeichnungen entfernt, verfolgten und vernichteten alle verbleibenden Subentitäten. 1900. 18. aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. Die Entität hebt ihren rechten Arm in Richtung Daten gelöscht. Bis zum Zeitpunkt der Niederschrift behält die Entität einen ihrer Primärarme erhoben, wechselt allerdings je nach Bedarf, um in die gleiche Richtung zu zeigen. 1. März 1949. 23. aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. Die Entität hebt einen Arm in Richtung eines Armor-Asteroiden, der einen Kollisionskurs mit der Erde eingeschlagen hat. Die Foundation nutzt eine Kombination aus mehreren SCP-Objekten, um ein ferngesteuertes interplanetares Fahrzeug zu starten, das als gravitativer Abschleppwagen fungiert. Die Mission wurde am 3. Mai 1951 als Erfolg gemeldet. Zu diesem Zeitpunkt kehrte SCP-179 in die ursprüngliche Position zurück. Hinweis: Beobachtungen zeigten, dass die Entität eine Bewegung ausführte, die ein Nicken gewesen sein könnte. Reklassifizierungsantrag für den Euklid-Status eingereicht und abgelehnt. 13. Dezember 1998. 403. aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. Das Wesen hört für 2 Tage und 13 Stunden auf, die Erde zu beobachten, während es stattdessen auf das Jovianische System blickt. Nach diesem Zeitintervall richtet sich SCP-179 wieder der Erde zu. 9. September 2002. 487. aufgezeichnete Bewegung von SCP-179. SCP-179 zeigt auf eine dimensionale Waffe von Typ 11. Weitere Daten über XCP-11-DW auf Anweisung von O5-11 gelöscht, welche vom Bereich 8 gestartet wurde, um die Erkennungskapazität von SCP-179 auszuwerten. Die Waffe war für Minuten scharf gestellt und so konfiguriert, dass sie auf einen Teststandort auf der Erde geschossen werden konnte. Sie wird von SCP-179 erst dann erkannt, als sie sich 3670 Kilometer über der Erdoberfläche befindet, zu welchem Zeitpunkt SCP-179 auf sie als Bedrohung reagiert und auf sie zeigt. Die Waffe wurde anschließend in den Standby-Modus versetzt und das Ziel auf Daten gelöscht abgeändert. 16. Oktober 2003. Kontakt mit SCP-179 erfolgt über die Sonde 2. Nachfolgende Bewegungen wurden im Anhang SCP-179-2 aufgezeichnet. SCP-179 wird als Taumil reklassifiziert. Siehe Anhang SCP-179-2. Anhang SCP-179-2. Ereignisse vom 16. Oktober 2003. SCP-179 wurde zunächst von der Sonde 2 angeflogen, einem Mikrosatelliten, der mit mehreren Aufzeichnungs-, Analyse- und Kommunikationsgeräten ausgestattet und in die Sonde in einer Geheimoperation integriert worden war. Die Sonde fungierte als Relais zwischen 2 und der Foundation Bodenkontrolle. Kontakt und Kommunikation mit der Entität waren weder vorgesehen noch programmiert. Als Sichtkontakt mit SCP-179 hergestellt wurde und ein beispiellos klares, sehr hochauflösendes Bild seiner Oberfläche erhalten wurde, beginnt das Wesen seine Lippen zu bewegen und bildet das Phonem eines Grußes im gesprochenen Französisch. Was folgt, ist eine vollständige Übersetzung des Austausches. Hallo, ich bin der Wachturm. Mein Name ist Saoil Suesor. Liebt ihr meinen Bruder? Ich liebe ihn auch. Er ist groß. So groß und so warm. Wenn ihr mit mir reden wollt, benutzt bitte eure Satelliten, um mit mir zu sprechen. Es ist einfacher, als hierher zu kommen. Wahrscheinlich. Die Entität bleibt bis 17.55 Uhr und 53 Sekunden regungslos. Forscher, die SCP-179 zugewiesen sind, erkennen diese Bewegung. Level 3-Forscher Thomas Graham, der Französisch fließend beherrscht, wird von Chefforscher ausgewählt, um einen möglichen Austausch mit SCP-179 zu führen. 2 wird ab diesem Zeitpunkt als Funkrelais verwendet. SCP-179 ist in der Lage, Funkkommunikation zu empfangen, zu verstehen und zu übertragen. Die Übertragungen von SCP-179 hören sich an wie eine menschliche Stimme, die auf Französisch spricht. Der nachfolgende Austausch erfolgt mit einer Verzögerung von 16 Minuten und 39,6 Sekunden zwischen jeder Nachricht, die der Entfernung zwischen SCP-179 und der Erde und zurück entspricht. Wer sind Sie?
Mein Name ist Sauel Suesor. Ich bin der Wachturm. Ich erblicke. Ich beobachte viel. Ich warne oft. Fast immer, wenn ich es muss. Auf diese Weise bleibt das Leben bestehen. Was meinen Sie mit dem Wachturm? Das ist, was ich bin. Lächelt. Wir haben die Bedeutung Ihrer Bewegung erkannt. An wen berichten Sie? An diejenigen, die wissen, wo sie suchen müssen. An euch. An diejenigen, die sehen wollen. Nicht nur euch, aber an euch auch. Wenn Sie Bruder sagen, beziehen Sie sich auf die Sonne? Er ist mein Bruder, Sauel. Er wärmt mich. Er pflegt das Feuer und liebt das Licht. Er streichelt mich mit seinen Lügen und seiner Stimme und erneuert mich. Er ist die Quelle allen wahren Lichts. Er ist eure Quelle. Woher stammen Sie? Ich wurde als Kind geboren. Die Entität nickt in Richtung Erde. Wie lange sind Sie schon an Ihrem jetzigen Standort? Ich will es euch nicht sagen. Lächelt. SCP-179 nimmt eine futile Position ein, schaut weiterhin auf die Erde und zeigt auf Redigiert. Das Gesicht der Entität bleibt weiter von der Sonde 2 aus sichtbar. Wie sind Sie zu Ihrem jetzigen Standort gekommen? Wie haben Sie die Eigenschaften, die Sie derzeit besitzen, erworben? Ich bin zu einer Frau herangewachsen. So lebe ich jetzt. Könnten Sie uns bitte weitere Details mitteilen? Nein. Wir würden gerne mehr über Sie erfahren. Warum erzählen Sie es uns nicht? Es tut mir leid. Ich werde nicht euch gehören. Ich kann nicht auch nur einer einzigen Person gehören. Die Arbeit der Foundation schützt die gesamte Menschheit, das ganze Leben auf der Erde. Finden Sie diese Arbeit nicht von größter Bedeutung? Ja, ich tue es. Seht mich an und wisset es. Wenn wir Ihre Fähigkeit richtig verstanden haben, so glauben wir, dass Sie weit mehr als das tun könnten. Die Weitergabe aller Informationen, die Sie besitzen, nicht nur über die gefährlichen Bedrohungen für die Menschheit und die Erde, könnten für alle Beteiligten von großem Nutzen sein. Ich bin zu groß und ihr seid zu klein. Es gibt ein Meer aus Nichts und Inseln aus Licht. Ich bin ihr Ufer. Zu euch kommen die Monster, die hämmernden Fäuste der Leere, die sehnsüchtigen Götter, die unser Wissen übersteigen. Ich bin der Wachturm. Ich sehe die Wellen, die sie schlagen. Ihr wollt, dass ich euch mein Sehvermögen verspreche. Nur euch, damit ihr und nur ihr größer sein könnt. Selbst wenn ihr findet, zügelt, verteidigt, ihr wollt, dass ich euch gehöre. Deshalb bin ich nicht hier. Es gibt noch andere. Anderen helfe ich, andere warne ich, andere jenseits eurer dünnen Wände aus grauem, trockenem Gestein, andere außerhalb der Reichweite eurer müden Satelliten, andere außerhalb des Hauses, unseres Hauses, andere, die ich kenne, andere, die ich liebe, andere, um die ihr euch nicht kümmert. Andere, die vorher kamen. Und vor allem andere jenseits der kleinen Mauern aus Regeln und Knochen und Gesetzen und Fleisch und Erinnerungen und Spuren, die ihr um euch selbst erbaut habt, bis ihr euch nicht einmal mehr an sie erinnern konntet. Andere, die ich liebe, innigst. Und doch ist nur mein Bruder mir ebenbürtig. Entschuldigung. Ich verstehe nicht, was Sie mit anderen meinen. Könnten Sie sich bitte mit anderen Worten erklären? Aber ich habe keine Worte mehr übrig. Zusammenfassung. Trotz mehrerer Kommunikationsversuche führte SCP-179 keine weiteren Bewegungen durch und übertrug keine anderen Nachrichten. Bis zu diesem Zeitpunkt hat SCP-179 nicht auf Nachrichten von einem Foundation-Kontaktteam oder anderer Bemühungen bekannter Gruppierungen reagiert.